Hallo ihr Lieben, ihr habt zu diesem Video eingeschaltet, weil ihr 2017 eure Ziele, eure Vorsätze erreichen möchtet und vielleicht ist ja sogar eines eurer Ziele, glücklich zu sein. Und ich war gestern, auf einem Event war und ganz, ganz spannenden Input bekommen habe, möchte ich euch den sofort weitergeben. Ich habe nämlich letztes Jahr schon ein Video zum Ziele erreichen gemacht und das hier war nochmal eine ganz andere Perspektive und fangen wir einmal an. Fangen wir erstmal an mit euren Zielen, Wünschen und Vorsätzen für 2017. Denn meist ist das, was wir uns wünschen, gar nicht das, was wir wirklich innerlich brauchen. Und da haben wir eine ganz, ganz spannende Sache gestern gemacht, und zwar ein Dreamboard. Auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich das kannte. Und zwar kennt ihr vielleicht Moodboards, die man sich macht und ganz lange vorher überlegt, wie das ästhetisch zusammenpasst, das Bild. Was braucht ihr für so ein Dreamboard? Ungefähr 40 Minuten Zeit. Ein weißes Blatt Papier, ganz viele alte Zeitschriften, Bücher, die ihr nicht mehr braucht, Schere, Klebstoff. Das war's. Und dann geht's auch schon los. Step 1 ist, ihr kommt einmal zur Ruhe. Ihr atmet wirklich ganz, ganz tief ein, spürt mal eure Körperteile, ihr atmet in die Hände, ihr atmet in die Beine. Atmet so, dass ihr zur Ruhe kommt und euch selber spürt. Da soll nichts anderes sein. Und dann setzt ihr euch einen Timer für 10 Minuten. Das hat zum Vorteil, dass ihr wirklich, ohne nachzudenken, ohne eine Vision im Kopf zu haben, ohne ein Bild, was ihr erschaffen wollt, wirklich auf euer Gespür vertraut und aus diesen Zeitschriften in den 10 Minuten alles rausreißt, was euch gefällt. Nicht nachdenken, warum gefällt mir das. Reißt raus, was euch gefällt. Nicht, ich möchte schlank werden, deswegen reiße ich ein dünnes Model raus, sondern nur das, was euch im ersten Blick glücklich macht oder was euch irgendwie berührt. Raus damit. Wenn dann eure 10 Minuten um sind, zack, kommt der nächste Timer und zwar 20 Minuten. Und in diesen 20 Minuten guckt ihr aus euren rausgerissenen Bildern euch genau die aus, die euch besonders gut gefallen. Schneidet die nochmal aus, legt die auf euer weißes Blatt Papier, guckt, wie ihr es anordnet und klebt und schneidet und macht euch eine inspirative Welt, ein schönes Moodboard. Und wenn ihr dann fertig seid, nach diesen 30 Minuten des Klebens, des Schneidens, des Kreativseins, dann guckt ihr euer Dreamboard einmal ganz genau an. Und wenn ihr euer Dreamboard anschaut, dann seht ihr ganz, ganz schnell, was eigentlich eure wirklichen Bedürfnisse sind. Also das, was aus euch tief unten entsteht oder was, was ihr tief unten fühlt. Und das war für mich wirklich, wirklich spannend, weil ich habe ja schon Ziele formuliert für dieses Jahr, für mich. Und dann habe ich mein Dreamboard gemacht und es war auch ganz spannend, denn ich habe am Anfang nichts gefunden. Ich habe zur Brigitte gegriffen, ich habe irgendwie zur Vogue gegriffen, weil das so die typischen Frauenzeitschriften sind. Und ich habe nichts gefunden. Die Models waren mir zu cool, der Vibe war mir zu kalt. Also versteht ihr, was ich meine? Das war irgendwie, es hat mich nicht angesprochen. Ich habe erst in den letzten 5 Minuten, ich hatte auch voll Stress irgendwie, habe ich alles aus anderen Zeitschriften, ich glaube aus dem Love Mag, aus der Flair, aus irgendwelchen Fotozeitschriften rausgerissen. Und das ist mein Dreamboard, was dabei rausgekommen ist. Ich zeige es euch mal in Großaufnahme. Aber was ich spannend fand, es ist ein Farbspektrum zu erkennen. Also ganz, ganz viel rosa. Und das ist auch generell was, was mich im Moment sehr anspricht. Aber hier ein ruhiger See, dann ruhige also so eine ruhige Landschaft. Dann habe ich so ein paar Interieursachen. Ein Badezimmer, ein schönes Wohnzimmer. Ich habe aber auch Urlaubsimpressionen. Ich habe ganz viel glückliche Menschen da drauf oder neugierige Menschen. Und dann habe ich hier, und das fand ich total spannend, das war so mein It-Piece, was ich in die Mitte haben wollte. Und da steht eigentlich noch drauf, auf diesen Stein, Handle with Care. Und Liebe habe ich da noch drauf geklebt. Und das war für mich total spannend, weil hier eigentlich indirekt, ach ja, und hier steht noch Hooray, it's today. Da ist noch so ein Ding. Und das fand ich total spannend, weil dieses Dreamboard, was ich intuitiv erstellt habe, mir gezeigt habe, was ich eigentlich wirklich brauche. Und das ist Zeit für mich, das ist Ruhe und das ist Liebe. Und natürlich irgendwie neues Erleben. Und das ist eigentlich diese
Das sind meine Urwünsche anscheinend. Und das fand ich total spannend und habe ich gebraucht, um meine Ziele dann für mich zu formulieren. Und jetzt geht es erst an eure Ziele formulieren. Denn erst haben wir mal so Ziele gesammelt, die wir erreichen wollen. Abnehmen, vielleicht ein Porsche, eine Weltreise machen. Also diese Ziele und Wünsche, die man hat. Aber es kann auch ganz viel glücklich sein, gesund sein, Zufriedenheit. Und dann kam für mich der Klickmoment. Denn das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Denn das auf der einen Seite, Heirat, Porsche, Abnehmen, Weltreise, das sind Haben-Ziele. Aber das andere sind Sein-Zustände. Glücklich sein, Zufriedenheit, Gesundheit. Und das hat hiermit gar nichts zu tun. Ihr könnt nämlich auch glücklich, gesund, fit, zufrieden sein, wenn ihr das nicht habt. Also es ist eine im Kopf Blockade von uns eigentlich, dass wir denken, dass wenn wir das haben, dass das eintritt. Und das ist der größte Trugschluss, der dazu führt, dass wenn wir unsere Ziele erreicht haben, sich eben nicht das einstellt und wir deswegen demotiviert sind. Und das fand ich so toll. Also das war wirklich so ein Klickmoment für mich. Das stimmt. Du kannst glücklich sein, auch wenn du keinen Porsche hast. Du kannst gesund sein, wenn du nicht 7-mal die Woche Sport machst. Also das waren diese reflektiven Ansätze, die mir extrem geholfen haben. Und ich hoffe, dass wenn ich euch das jetzt weitergebe, dass euch das auch inspiriert. Denn ihr müsst euch klar machen, wenn das Ziel erreicht ist, ist das Ziel erreicht. Nicht mehr, nicht weniger. Ihr werdet nicht, wenn ihr abnehmt, glücklicher sein. Ihr werdet nicht, wenn ihr erfolgreich im Job seid, zufriedener sein. Ein Beispiel, mit dem ihr euch vielleicht identifizieren könnt, ist, man arbeitet irgendwie die ganze Schulzeit aufs Abi hin. Abi, 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 das ist mein Ziel, dann geht's mir besser, dann fängt das Leben an. Dann habt ihr euer Abi und ihr fallt erstmal in ein Loch. Alle haben von diesem großen Ziel gesprochen, jetzt ist es erreicht und ihr seid für einen kurzen Moment glücklich. Aber im Prinzip ändert sich nichts. Das Ziel ist erreicht, Punkt. Es geht danach weiter. Und wenn ihr euch das klar macht, dass Haben-Ziele nichts mit dem Sein-Zustand zu tun hat, seid ihr schon mal freier. Und erst dann, in Step 3 eigentlich, geht es darum, eure Ziele zu formulieren. Und ihr müsst anfangen, eure Ziele gut zu formulieren, sodass sie motivieren. Und euer Ziel sollte nämlich konkret und eindeutig sein, positiv formuliert, ganze, vollständige Sätze und ihr seid das Subjektiv. Das Ich ist das Subjektiv. Und die Gegenwartsformulierung. Nochmal ein Beispiel. Ich möchte weniger Süßes essen. Versus, ich esse 5-mal am Tag Obst und Gemüse. Ganz anders. Ihr habt eine konkrete Aufteilung, was passiert. Ihr habt es positiv formuliert und ihr spricht in der Gegenwart. Also nicht morgen, nicht übermorgen, nicht am Montag. Nein, jetzt. Oder ihr setzt euch ein anderes Timing. Und da möchte ich euch gerne mein Ziel, was ich auch aufgeschrieben habe, weitergeben. In der Adventszeit 2017 in meiner neuen, größeren Wohnung meine Lieben in meiner tollen Küche bekochen. Ja, das ist ein sehr langer Satz, aber er ist konkret und er beschreibt die Situation, wie ich sie mir vorstelle, mit einem Timing. Und das ist enorm positiv und es beflügelt mich. Aber ein ganz, ganz guter Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr eure Ziele konkret formuliert, setzt euch Ziele, die euch nicht unter Druck setzen. Setzt euch Ziele, die euch glücklich machen und motivieren und nicht die, die euch wieder unter Stress setzen. Ich mache 7-mal die Woche Sport. Dann geht euch schon die Pumpe, wo ihr denkt, scheiße, wie mache ich das nach der Arbeit? Oder ich mache täglich eine Bewegungsübung. Das ist ein bisschen der Druck rausgenommen, ihr bewegt euch aber und wenn ihr das Ziel erreicht habt, könnt ihr euch das nächste setzen. Also, eure Ziele sehr konkret formulieren mit den 5 Tipps, die ich euch genannt habe, aber realistisch bleiben. Lasst uns mal den Test machen. Ich möchte euer Ziel für 2017 in den Kommentaren sehen. Ihr müsst mir jetzt natürlich nicht schreiben, Seelenstriptease, aber die Ziele, die ihr mir weiter nennen könnt. Es kann ja auch zum Beispiel ein Ziel sein, bis Juni 6 Bücher gelesen zu haben. Versucht mal eure Ziele in den Kommentaren konkret zu definieren, das, was euch glücklich macht. Euer Lieblingsziel, was euch irgendwie Spaß macht. Wir sind 2017 happy. Ich hoffe, es kommt gut rüber, dass ich sehr inspiriert bin von dem gestrigen Tag und mich total freue.
Gestern war nämlich das Kickoff-Event zur iPro Happy Challenge und ich bin ein Teil davon, beziehungsweise mache ich die Challenge mit ganz vielen anderen tollen Menschen, tollen Bloggern und es gibt eine Facebook-Gruppe. Da könnt ihr einfach eintreten, das ist ein Facebook-Event, ich setze euch den Link in die Infobox. Da sind schon über 4000 Leute drin, die gemeinsam happy in 2017 starten wollen und es gemeinsam schaffen wollen. Denn happy, und das möchte ich ganz klar betonen, ist keine Abnehm-Challenge. Happy ist eine Challenge, wo es darum geht, regelmäßige Bewegung zu machen, sich etwas besser zu ernähren, positiv zu denken und sich besser fühlen. Und das ist so ein Zyklus, den ich extrem vertreten kann. Deswegen bin ich so froh, dass ich irgendwie ausgesucht worden bin von iPro und Sister Mac, die das gemeinsam machen, die Happy Challenge. Vielen, vielen Dank dafür. Und was ist denn eigentlich die Happy Challenge? Sie steht nämlich für Healthy and Adventurous Program for a Promising Year. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und Sister Mac und iPro haben sich zusammengetan und eben ein Programm für 2 Wochen erstellt und das beginnt morgen. Also am 9.01. beginnt es und dann geht es 2 Wochen. Und es soll nicht sein, dass es dann zu Ende ist, sondern das ist nur der Startschuss für euer glückliches Jahr 2017. Und dafür gibt es 3 verschiedene Booklets. Die kann man entweder in der Facebook-Gruppe runterladen oder ich setze euch auch die Download-Links, wenn ihr Facebook nicht mögt, in die Infobox. Das ist absolut kostenlos, diese Booklets. Es gibt für die junge und junggebliebene Wilde, dann gibt es für Familien und Mütter und es gibt für die Frau ab 40 Programme. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und in diesen Heften sind Rezepte für morgens, mittags, abends mit ganz, ganz tollen Bildern von Foodbloggern und Foodstylisten fotografiert. Sehr inspirierend und als zweiten Part gibt es noch Yoga-Videos hier auf YouTube, damit ihr die Bewegung in den Alltag integriert. Und ich habe gestern auch schon ein Yoga-Programm davon gemacht. Alter Schwede, ein Hoch auf Faszien. Ich glaube total daran und ich bin fest davon überzeugt. Und merke eine so enorme Besserung. Ihr seht vielleicht, dass ich mich ganz anders bewege als den Rest der Woche. Es war so großartig. Deswegen, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und die Programme sind auch einfach in den Alltag zu integrieren. Und es gibt von Sister Mac in der Facebook-Gruppe noch so Motivation und Inspiration. Einfach Denkanstöße, die euch weiterhelfen. Wie zum Beispiel dieses Dreamboard. Und ich finde das Programm rundum gelungen, weil es eben nicht darum geht, abnehmen, sondern es geht darum, sich besser zu fühlen und das nach außen auszustrahlen. Und da bin ich sehr, sehr gerne Part von und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mitmacht. Also ich bin gespannt, ob ihr mitmacht und was eure Ziele für 2017 sind. Ich freue mich jetzt total. Ich werde jetzt gleich auch mal vorbereiten für morgen. Es gibt morgen nämlich einen Chia-Beeren-Pudding zum Frühstück. Den bereite ich mir vor, denn für mich ist es tatsächlich eine Challenge, weniger Fleisch zu essen. Ich bin total gespannt auch auf die ganzen Produkte von Alpro. Ich habe jetzt schon ein paar Cashew-Drinks, Soja-Drinks probiert oder die Puddings, die es davon gibt und die Soja-Alternativen. Ich bin echt gespannt und ihr könnt mir auf Snapchat und Instagram und wo auch immer folgen. Da werde ich euch natürlich berichten davon. Und ansonsten wünsche ich euch toi 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 für das Erreichen eurer Ziele 2017, denn happy people don't plan results, they plan actions. In diesem Sinne, los geht's. Macht es gut, denkt immer dran, anders ist aber nicht falsch. Tschüss!